Moin, Kapitän, der Kapitäne. Heute mal ein bisschen Solo. Die Leute, so sonst immer am Spielen war, konnten sowieso zeitlich sowieso wirklich nicht. Also sag, heute spiele ich mal ein bisschen alleine. Ja, mal gucken. Und mich doch ein bisschen nichts besprechen auch. Es kommen ja bald die französischen Schlachtschiffe und ja, mal so sag, ich habe ein bisschen schon was gehört. Hier, die Tier. Normalerweise mal sagen, der etwas High-Tier-Level-Bereich, ja, wird schon was Besonderes. Besonders zu erzählen, mit zwei Türmchen, das ist eine sehr Besonderheit. Dass es ein Vorteil oder ein Nachteil wird, das ist ja, wird sich beide herausstellen. So, aha, mal gucken. Naja, einmal mal sehen. Und ja, wie ich so ein bisschen geguckt habe hin und her. Es gibt ja schon erst schon Videos schon über die französische Schlacht, wie sie so wären. Aber ich lasse mich immer mich eigentlich eher überraschen. Und wie gesagt, ich habe ein bisschen geguckt, so leicht ein bisschen. So ein Haltebereich zwar nicht schon relativ gute Flak haben und gute Säcke der Batterie. Es ist ja fraglich, wie man wirklich die skillt. Oder beides, oder teilungsweise verzichtet, oder. Ja, es ist ja fraglich. Ich lasse mich ja überraschen. Und es kommt ja bald mein Feldzug für den Kapitän ja. Und ja, es wurde schon ein bisschen beredet hin und her. Ja, es wird also fraglich, wie es wird. Also, ich denke mal nach die französischen Schlachtschiffe. Ja, pff, kommen bald die Split für den US-Bau. Danke. Und ich lasse mich eigentlich überraschen, wie der US-Bau geht eigentlich. Weil wieder, wie ich so gehört habe, der 10er soll fast so ähnlich werden, ja, wie der T9er, kann man sagen. Ja, mit so hoher Feuerrate, ja. Lass mich eigentlich mehr überraschen, wie so alles so wird. Boah, so viele. Enemy ship is in sight. So viele und so viele. Und Feuer! Ja, die pushen aber da ein bisschen. So ein bisschen nicht merkwürdig. Ach, nicht abgefackelt. Warum nicht? Boah, der fährt aber schön. Abgefackelt, schön. Auf mich. Ich hab doch keinen getan. Urban Fire. Bestimmt für die Bühne zu callen. Ja. Urban Fire. Ja, Nürnberg. Zertreffen lernen. Also ich spiele gerade bisher etwas passiv. Ich glaube, soweit vorgehalten. Jawohl. Party wieder abgezogen. It was good, wasn't it? So, und ja, ich lasse mich eigentlich überraschen, was dieses Jahr eigentlich wird. Urban Fire. Oh, ich will mich eigentlich überraschen, wenn mehr CV-Schiffe kommen mal langsam. Es gab ja nur besetzt nur Premium-Schiffe, wirklich kein CV-Baum, finde ich ein bisschen schade eigentlich. Jawohl.
Missil. Kanpai. So. Genki so ne? König, ich hab gehört, König, du willst ein bisschen Ei schlucken. Das kann man jetzt zur Zeit auch nicht verstehen. Och, Menno. So weit war geil. Das ist geil, König, was wird das? Sag mal, könnt ihr mich ärgern oder was? Man, nerv damit. Ja komm, König. Jawohl, jetzt hätte ich schon eine Breitseite. Schön, nochmal ein paar Zitas. Los. Au. Ach man, das war klar. Ja, schade. Ja, der ist nur auf mich gegangen. Aber drei Schiffe rausgenommen. Oh, was geht hier ab? Sieht das nicht schlecht aus. Okay, die T-20 war eigentlich ja abgestaubt. Aber sieht das wirklich nicht schlecht aus. Wo ist das hier? Oh. Kaffee schmeckt gut. Oh. Ja? Bei Blut sagt den König, wer wird gewinnen? Der Tier hat schon eine Tarnung. Aber Mo. Okay. Ja. Wo der Hai schießt, ist mir fraglich. Er hat lieber abgeschossen wollen. Hätte ihn locker rausnehmen können. Was ist denn die jetzt? Schön. Und hier, oh, der König geht auch drauf. Und wer holt den Kill? Wer holt den Kill? Langsam kommt näher. Schlecht. Der neue Tina noch? Wo treibt der da sich rum? Ja, Fuso. Oh, die hat die tolle. Toll. Das gut ist. Was? Und wir haben keine Flanke drauf. Fährt er sich fest? Fährt er sich fest? Nein! Ah, schön. Na ja, komm, schauen wir mal. Na, wie sieht's hier aus? Oh, die Fuso am Flüchten hier. Fuso, kämpf! Nicht in die Karten gerade rumglitschen.
14k Schelle. Das hat gerumst. Hey. Ja, ein bisschen leiser machen. Dunkirk ist brennen. Sieh, wie der Mathe schießt. Wo ist der denn abgeblieben? Da muss ich irgendwo bei der Insel da verstecken hier. Na, Fuso hat keine Kraft mehr zu kämpfen. Los, Fuso, gib alles. Wo ist der denn? Du musst ja irgendwo eine Insel verstecken hier. Na? Schön gedodged. Das ist bestimmt gleich die Tupias gleich wieder fähig gegangen. Wo war ich denn? Ah ja, genau, bei englischer Kapitäne. Und ja, ich lasse mich überraschen, schon wieder so wie ich wird. Deswegen. Ich denke mal, ja, so mal. Nee. CV-Baum war ich. Ja, weil es gab so relativ letztes Jahr sehr viele CV-Premium-Schiffe und würde mich eigentlich bald freuen, wenn ein ganz neuer CV-Baum kommen würde. Sondern keine Dings mehr. Ja, das sieht perfekt aus. Boom. Ja, ich würde mich eigentlich ziemlich sehr freuen, wenn sowas eigentlich kommen würde. Ein CV-Baum. Das wäre geil. So, ja, Schlachtschiffe, Kreuzer, ja, alles schön gut, aber finde, es muss eine neue, wirklich ein Baum, was reinkommt, was schon lange eigentlich überfällig wäre. Ein komplett neuer CV-Baum. Ach, da ist der! LOL. Hat die ganze Zeit deine Karten rumgeglitscht. Oh, ich glaube, der ist rausgegangen. Au. Die gute ist eine gute Signal drauf. Tja. Und deswegen, ja, ich würde mich eigentlich damit freuen, wenn man einen neuen CV-Baum bekommen würde. Ja, das wäre das Schönste eine Sache. Ich denke mal, UK-Schiffe, wenn glaube ich, UK-CV-Träger könnten auch mal kommen. Ich weiß, bei Wargaming weiß man ja nie, welche wirklich neue Baum wie ich an Planung ist. Es gibt ja den Stalingrad, ja, ich habe mit einem gesprochen. Und ja, da würde ich mit ein paar Leuten auch darüber diskutieren. Ja, mit dem Stalingrad, was sie so Video so also hochgeladen haben, ist ja nur auf Englisch, aber was so stand ein bisschen. Mit dem Kaliber, denke ich auch gerade, aha, ja, nee, ist klar. Deswegen, ich frage aber mal meine Leute, wann die mal Zeit haben. Der eine hat schon zugesagt, mit dem Schiff, ja, hättest du Lust dazu, auch was zu sagen, ja, klar, kein Problem. Und ich mal gucken, wie viele Leute so ein bisschen zusammenkriege und wir da als klar mal darüber sprechen, mal, was ist ein neues Premium-Schiff, das war ein Gewicht hier, glaube ich. Das war Tier 10 Kreuze soll es glaube ich sein. Glaube ich nicht. Kann sein, weiß ich nicht mehr. Also um die Dreh so etwas IT-bereit. What? Hä? Hey, ich hab nur noch mal nicht viel gemacht. Ich hab nur nicht mal. Ich hab nur die Dedibis angekratzt. Ich bin Erster? What? Lol. Ich weiß nicht, ich hab keinen Plan, wie ich das gemacht habe. Naja. Ein bisschen so ein kleines Smalltalk, ein bisschen so Sicht nach vorne. Und ja, mal gucken. Es fehlt mir nicht mehr viel. So meine Josh. Ja, ein bisschen. Weil bei den Kreuzern, so lass mich ein bisschen Zeit. Bei denen, ja, ich bin ja schon ein bisschen, ich habe mal eine Runde mal Runen gespielt mal. Und ja, ich würde mir
Gerne die französische Schlachtschiffe mir gerne hochpushen. Ja, nicht pushen, aber das ist okay. Bei der UK habe ich ein bisschen wirklich gepusht die ganze Zeit. Aber wo ich jetzt den Conqueror so jetzt so habe, ich bin ja wirklich zu viel gespalten. Ich weiß nicht, was das wirklich ist. Weil, ich komme ja bald wieder Clan Season und ja, ich glaube nicht, dass ich den Conqueror spiele, weil der ist viel zu weich auf der Brust. So, die Panzer angucke, ja, 381 mm. Frontteil 406. Aber trotzdem, das Ding macht sehr viel Schaden mit HE auch. Aber zu weich, das ist für mich ja ein Kreuzer nur. Deswegen. Türme sind so oder la gepanzert mal. Aber naja. Da war schon. Und wir sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen schönen Abend noch. Mal gucken, was ich gleich eine Runde spiele. Ja, mal gucken, aber wir haben ja, ich nehme ja recht schon spät auf. Morgen muss ich euch wieder arbeiten, ja. Wir sagen, wünsche euch noch einen schönen Tag noch, schönen Abend noch. Und schreibt mal einen Kommentar, was ihr so hält von den neuen Stalingrad, was die Clans bekommen, wenn die Season, also mal die Clan Wars dreimal gewonnen, glaube ich, dreimal gewonnen haben. Schreibt mal rein, was ihr so hält von den neuen Premium-Schiffe, die neuen Clan, die das Schiff bekommen. Naja, ich würde sagen, haut rein!